So, neuer Tag, neuer Vlog, neue Arbeit. Ja, also folgendes, was habe ich heute vor? Ja, erstmal ganz kurz zur Einleitung, ich bin nicht wirklich ein Weihnachtsbastler. Das ist irgendwie noch nie so mein Ding gewesen, für Weihnachten irgendwas zu basteln. Bin sowieso nicht so ein großer Weihnachtsfan. Das Einzige, was mir an Weihnachten wirklich gefällt, ist, dass die Familie zusammen ist und dass zumindest in meiner Familie, bei mir zu Hause, wirklich Frieden herrscht und die Ruhe zu Weihnachten. Das ist eine Sache, die mir wirklich an Weihnachten gefällt. Das ist aber auch schon fast das Einzige. So, jetzt habe ich hier so ein paar Sachen. Diese Bögen hier. Und noch eine Menge andere Kram. Und noch eine ganze Menge anderes Zeug. Und an dieser Stelle erstmal danke, Mutti. Es verkommt nicht, es wird nur leicht verändert. Das wird das Erste, was wir machen, diese Bögen anders gestalten. Das ist meine Aufgabe heute. Dann haben wir noch ein bisschen anderes Zeug, da muss ich mal sehen, was wir damit machen. Ich weiß gar nicht, was alles da ist, was wir hier alles haben. Ab das ist eine Dose. Was ist das hier? Das ist ein Topf. Der Topf ist nicht gemeint. Mutti, ich habe noch deinen Topf hier. So, wir haben also zwei von diesen roten Bögen. An dem fehlt der Fuß noch. Das erste, was wir machen, ist erstmal die Elektrik entfernen. Mutti, tut mir leid, aber jetzt muss es erstmal leiden, bevor es wieder schön werden kann. Zack! Und ab dafür. So. Einmal, wir machen natürlich alle gleichzeitig hier. Das ist, glaube ich, am effektivsten. So. Schnibi, Schnabi, Kabel, Abi. So. Der alte Mann muss sich auch noch bücken. Den alten Kabel hinterher. Haben wir noch eins mit Kabel? Zack. Und ab dafür. Ja, genau. Alles, was nicht fest ist, fällt nach unten, ne? So. So. Müssen wir mal gucken. Ah, hier hat schon mal einer gebastelt. Ich glaube, die Füße gehören hier gar nicht dran, wenn ich mir das so angucke. Ah, sieht stark danach aus. Ja, die Füße machen wir ab, die gehören nämlich nicht dran. Zack! Zack! So. Ja, jetzt steht das schon besser. So. Also hier kommen am Ende kabellose Kerzen drauf, ja. Die habe ich schon bestellt, die müssten irgendwann nächste Woche kommen. Ich hoffe, sie kommen auch. Das ganze Ding wird nachher relativ anders aussehen. Nein, es wird anders aussehen als jetzt. Na, zack. Na, komm schon. Okay. Ich habe bald das Gefühl, ich könnte einen neuen bauen. Ja, Alter. So, komm schon. So, dann haben wir mittlerweile den ganzen Gerümpel hier da rausgerissen. Sehen die Teile so aus. So. Der Füße. Ja. Und jetzt geht es erstmal daran, die Teile einigermaßen schick hinzuschleifen. We'll be right back.
Ja, eigentlich wollten wir in diesem Vlog die Beleuchtung rausmachen. Das Ganze machen wir mit diesen LED-Paneelen. Das wird keine fixe Außenbeleuchtung, sondern ich werde so eine Art mobile Beleuchtung machen, die ich, wenn ich sie brauche, nach draußen transportiere. Ja, tanzend portiere ich sie dann dorthin. Scheiße, das ist verbogen. Naja, das wird mobil. Das wird allerdings dann im nächsten Vlog passieren. In diesem Vlog kam mir leider die Deko dazwischen. Okay, ich würde sagen, wir beginnen dann mal mit dem Lackieren. Ich habe mir hier so eine kleine Lackierbox zusammengeklebt, natürlich aus Kartons und so weiter. Ich habe ich könnte ja eigentlich draußen lackieren, aber draußen ist es zu kalt. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ich draußen lackiere, wird die Farbe sich sofort so ein bisschen zusammenziehen und ja, das heißt, draußen wird das sicherlich nichts werden mit dem Lackieren. Hier drinnen habe ich das Problem, beim Probelacken hat sich der Nebel hier überall niedergelegt. Also ich brauchte hier eine ganze Weile, um den Lack überall wieder runter zu bekommen. Das hier soll so ein bisschen schützen davor. Allerdings wird das auch nicht alles auffangen. Aber so ist es zumindest so ein bisschen, wird das Gros hier drin gefangen und verteilt sich hoffentlich nicht komplett wieder neu in der Werkstatt. Ich würde sagen, wir fangen dann an mit dem Lackieren und wir fangen mit dem kleinsten Teil an. Schauen wir mal, ob was draus wird. Ein bisschen eine ungewöhnliche Perspektive, was ich aber vergessen habe zu sagen, wenn ihr bei kaltem Wetter mit Spraydosen lackiert, dann ist es immer ganz nützlich, wenn man den Lack vorher etwas erwärmt. Allerdings müsst ihr dabei sehr vorsichtig sein, also jetzt nicht hingehen und den direkt vor die Heizung stellen oder sowas. Das baut natürlich in der Dose Druck auf. Also langsam erwärmen, ein bisschen weiter wegstellen und gut drauf aufpassen und es immer unter Kontrolle haben. So wärmt der Lack sich ein wenig auf und legt sich auch geschmeidiger über das Werkstück. Also das nur mal als kleine nebenbei. Durch mit unserer kleinen Weihnachtsbastelei. Das ist das Ergebnis von unserer heutigen Bastelei. Das gibt es natürlich auch mit Licht. So schaut das dann, das Ganze aus. Das zeige ich euch natürlich auch gleich nochmal aus der Nähe. Vielleicht gibt es vor Weihnachten oder während Weihnachten auch nochmal einen Vlog mit einer kleinen Weihnachtsbastelei. Ich habe da was vor. Weiß allerdings noch nicht, ob ich es wirklich mache. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von Weihnachtsbasteleien. Insofern, ich überlege mir das. Ihr werdet das dann ganz sicherlich sehen. Also, ich zeige euch mal den ganzen Wust aus der Nähe. Home, home,
Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und wer mich noch nicht abonniert hat, für den ist genau jetzt der Zeitpunkt zu abonnieren und natürlich die Glocke zu läuten. Viel Spaß bei dem, was ihr noch so vorhabt. Haut rein!